Auch heuer wurde der Tag des Sports in Berchtoldsdorf wieder gemeinsam mit dem Zentrumslauf am Marktplatz veranstaltet. Fertig! Los! Ich war früher Gerätturnerin und habe mir dann gedacht, naja, das Laufen macht mir auch Spaß. Ich laufe jetzt einfach mal los. Das Schöne daran ist, man kommt in die Natur, man genießt die Sonne, man kann bei jedem Wetter draußen sein und man kann sich wunderbar entspannen beim Laufen. Ich denke, ich laufe jetzt so 5-mal in der Woche. Früher bin ich jeden Tag gelaufen. Man soll es einfach ausprobieren, ob es einem gefällt und spielerisch beginnen. Man muss ja auch nicht durchlaufen, man kann wechseln zwischen gehen, laufen, schneller laufen, langsamer laufen. Und wenn es einem Spaß macht, dann soll man dabei bleiben. Tag des Sports ist eine wunderbare Veranstaltung, die präsentiert heute so richtig die Vielfalt des Angebots, die wir in Berchtesdorf haben. Was alles andere als selbstverständlich ist. Wir haben also fast alle Sportarten, die von tollen Vereinen präsentiert werden heute, an den Zentrumslauf als Wettbewerb, haben daneben natürlich auch die gemütliche Runde, das Turbierfest. Und da sieht man so richtig, dass die große Familie in Berchtesdorf zusammenkommen kann und einen wunderschönen Tag verlebt. Das ist erstens einmal das Wetter wunderschön. Zweitens einmal haben wir wieder tolle Aussteller. Wir sind jetzt zwar operativ getrennt vom Tag des Sports, weil der Zentrumslauf vom Tourismus- und Ortsverschönerungsverein organisiert wird und die Gemeinde den Tag des Sports organisiert. Restaurant Alexander organisiert das Turmbierfest. Also wir sind eigentlich drei Veranstaltungen in fast perfekter Harmonie. Besonders toll heuer ist, das erste Mal haben wir die Stände von unseren Sportvereinen entlang des Pfarramts hinunter bis zum Leonardi-Brunnen gestellt und das macht das Ganze natürlich viel kompakter. Sinn unserer Veranstaltung ist eigentlich, die Kinder und Jugendlichen zum Sport zu bringen und ein bisschen von Computer, Handys wegzubringen. Und wie man an unserem Starterfeld sieht, gelingt uns das auch, Gott sei Dank. Und wie viele Anmeldungen gibt es heute? Wir sind, glaube ich, standen momentan jetzt 12.45 Uhr, denke ich, bei 340 ungefähr. Und es gibt ja verschiedene Laufbewerbe heute. Ja, es gibt die Kinder, die starten jetzt dann um 14 Uhr. Es gibt den Hobby und den Hauptlauf, der startet um 15 Uhr. Die Kinder zahlen kein Startgeld, weil wir gesagt haben, uns ist wichtig, dass sich die Kinder bewegen und dass sie Berchtesdorf besser kennenlernen.